Lange nicht fertig. So warmes Wasser. Willst du auch was vom Grill haben? Du wirst gleich merken, wenn er nochmal eine Flucht macht. Die Fluchten werden jetzt langsam ruhiger. Ja, das ist normal. Ich meine, dafür ist ein Hecht. Ne? Ich habe mich gestern ein paar Mal geduscht mit der Schwanzflosse. Das möchte ja wohl sein, oder? Gar nicht ran. Mach mal da bitte den Deckel auf von der Tasche. Da liegt so eine silberne Greifzange drin. Da oben die. Das ist das richtige Instrument. Ja, aber scharf rechtzählen sollte man nicht mit so großen Zangen arbeiten. Julia, guck doch mal. Ja. Finger ein bisschen da hinten, dass man vom Fisch auch was sieht. So groß ist er nicht. Perfekt. Ja, habt ihr? Alles rein. Lächeln. Gut. Supi. So. Warte. Pass auf, jetzt setzt ihn langsam rein. Er ist ein bisschen ausgedrillt. Ne? Jetzt muss ihn, setzt ihn rein, hält ihn aber noch fest. Aber nicht mehr am Maul. Ne? Na, fass ihn mal hinten über den Rücken ein bisschen. Ja, ist okay. Ja, das ist kein Problem. War ja okay, der Fisch war fit. Das ist nur manchmal, wenn du einen größeren hast und die sind ziemlich ausgedrillt, ja. Das warmes Wetter, dann drehen sie sich auf den Bauch, dann müssen sie zum nächsten Mal. Ja. Weg? Weg hier.